Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Was war das denn? Meine Stimme ist irgendwie gerade nicht so richtig on point. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Club Adventures. Es geht heute mit Lisa in den Dingsbums. Wisst ihr Bescheid? In den Steinbruch, genau. Denn sie möchte dann mit uns neue Dekosteine für Lakeside aussuchen. Danke PlayStation für diese überaus wichtige Information. Da eben an der Seite. Ja, und da bin ich mal gespannt, was wir finden. Und was sie so im Sinn hat als Dekosteine. Sie hat ja gesagt, wir brauchen sie immerhin nicht zurückzuschleppen. Wir brauchen sie nur auszusuchen, mit Kreide zu markieren und dann zurückzuäumeln. Mal gucken, ob wir heute noch nach dem glitzernden Gegenstand gucken können. Den Weg zum Café kennst du ja schon. Ja, genau. Das habe ich scheinbar auch noch gar nicht gemacht, das Rennen. Oder die werden mir noch nicht angezeigt, jetzt gerade, weil ich hier irgendwie mit Lisa in der Quest bin und ihr folgen muss. Das kann natürlich auch sein. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich hätte jetzt den Weg zum Café auch jetzt nicht gefunden, ohne auf die Map zu gucken. Ich bin nicht so der Orientierungsguru. Diejenigen, die mich schon länger kennen, die haben da schon das ein oder andere mit mir miterlebt. Wo ich mir selbst bei ganz einfachen Sachen komplett verritten habe. Also es ist ja, wenn man sich jetzt über irgendwelchen komplizierten Wegen verirrt, das ist ja okay. Aber ich verirre mich teilweise schon, wenn ich dreimal im Kreis geritten bin und weiß nicht mehr, wo der Kreis angefangen hat, so nach dem Motto. Also, ja. Orientierungssinn nicht wirklich vorhanden. So. Ich würde mich ja freuen, auch wenn wir demnächst nochmal ein paar neue Fellfarben freischalten. Weil ich bin mal gespannt, was es da noch so alles gibt. Nicht, dass wir die Fellfarben erst irgendwann zum Schluss freischalten. Wenn wir quasi alles durchgespielt haben und es eh nicht mehr so wirklich interessant ist. Zur Mühle ist es vom Café aus nur noch ein kleines Stück. Da ist das Café. Entschuldigung. Ich habe gerade gesehen, da oben ist auch noch ein Rennen, was ich noch gar nicht geritten bin. Bei der Mühle. Wir das machen können, wenn wir da oben sind? Ach ja, du und Hannah habt dort vor ein paar Tagen Emilys Pakete gefunden, richtig? Genau. Wir waren hier oben schon. Weil dann, das wäre natürlich ganz cool, dann hätte ich nochmal ein Rennen mehr abgeschlossen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dafür ja nochmal irgendwie was Cooles als Belohnung. Eine Fellfarbe? Ach Gott, tut mir leid. Jetzt bin ich wieder dauernd am Gähnen hier. Genau, das ist das Rennen, was wir schon geritten sind. Ja, dann habe ich die anderen tatsächlich alle noch gar nicht geritten. Ich glaube, wir müssen demnächst mal eine Rennfolge machen. Wenn ihr dafür seid, schreibt doch gerne Hashtag Rennfolge in die Kommentare. Hallo, nicht umdrehen, ich warte hier auf dich. Wenn man dich immer hinterher reitet, ne? Kaum ist man mal vorne und hat die anderen nicht im Blick, machen sie Scheiße. Das ist wie beim Ausritt in der Reitschule. Ich parke nicht mal ordentlich. Hallo Granny, das hier ist Cuddy. Wir wollten gemeinsam in den Steinbruch. Kannst du uns den Schlüssel geben? Hallo Lisa, schön euch zu sehen. Cuddy und ich haben uns gestern schon kennengelernt. Danke noch einmal für das Medaillon. Den Schlüssel hat vorhin ein Mann geholt. Er meinte, er wolle nur kurz etwas schauen, war dabei aber ziemlich nervös. Seltsam, er ist bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Könnt ihr mal nachsehen, was da los ist? Das klingt ja komisch. Ja, wir sehen mal nach. Vielleicht können wir jetzt doch noch nicht direkt das Rennen machen. Vielleicht ist das der Herr Michaels?
Wer auch immer hier im Steinbruch ist, ich hoffe, dass wir ihn bald finden. Das wäre schön, ja. Eiert die mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Kann ich das Rennen in der Theorie machen? Wir könnten das Rennen in der Theorie machen, ja. Nee, doch nicht. Und ich wette mit euch, wenn wir dann soweit sind, dann kann ich wieder nicht mehr so lang sprinten hier. Dann ist die schöne erstriegelte Ausdauer ist dann wieder weg. Vor allen Dingen die erstriegelte Ausdauer. Oh, es ist aber cool hier. Hä? Ein Cowboyhut? Was macht hier ein Cowboyhut? Hier gibt's bestimmt auch noch Fotopunkte. Ah ja, da ist ja schon einer. Ach, und da ist auch wieder unser Bekannter. Hier ist er noch gleich. Ich habe wieder vergessen, wie der heißt. Finde... Ah. Was war das? Finde den Steinbruch. Ach ja, und wir haben noch irgendwas gefunden. Ein Oberteil haben wir freigeschaltet. Okay. Sucht gemeinsam nach dem Vermissten. Dann müssen wir noch ein Stückchen hier hochreiten. Guck mal, da ist die Ausdauer schon wieder weg. Aber es ist egal. Es ist jetzt nicht so tragisch. Und ist das der Mr. Michaels schon wieder? Hier ist auf jeden Fall noch ein Fotopunkt. Ach, guck mal, so ein Steinhaufen. Oder ist das der? Der Carlos, das Cups and Settles Café ist sehr beliebt. Ja. Ah, wir müssen scheinbar absteigen. Dann machen wir es mal so, wie Lisa das gemacht hat. Wir machen immer alles nach. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ich habe eine Panne und kann mein Auto nicht reparieren. Ihr seid mit euren Pferden um einiges schneller als ich zu Fuß. Könnt ihr vielleicht Hilfe holen? Oh, das ist also passiert. Granny meinte, dass sie schon seltsam lange weg sind. Ich bin übrigens Lisa. Das hier ist Cuddy. Freut mich, Lisa und Cuddy. Ich bin Carlos und ich arbeite für Mr. Ich arbeite in Springdale. Brumm steht auf der Mütze. Ja, gut. Gut, dann reiten wir schnell los und holen Hilfe. Tom kennt sich damit bestimmt gut aus. Wir sind bald wieder da. Müssen wir jetzt allen Ernstes einfach nach Lakeside wieder zurück? Nee, zur Mühle. Vielleicht hat Granny ja tatsächlich ein Telefon. Gucken wir mal. Bin ich mal gespannt. Ja, aber dass hier keiner mal misstrauisch wird. Leute, der arbeitet für den Mr. Michaels. Hauptsache, keiner checkt, was los ist. Und wir sitzen hier vorm Monitor und klatschen uns mit der Hand vor die Stirn. Naja. Kann ich auch hier rumreiten? Ist ja nicht so, dass ihr nicht oft genug auch solche Momente mit mir hättet. Hui! So. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd geritten, aber ja, wohl geht eigentlich. Ist okay. Hallo, ich bin an der Mühle. Muss ich jetzt auf Dings warten? Aber ich glaube, die kommt da hinten irgendwo. Da kommt sie. Mit Lisa sprechen. Okay. Holst du Tom? Ich sage Granny Bescheid, was passiert ist. Wir treffen uns nachher wieder hier. Okay, also zum Café. Naja, immerhin nur zum Café. Aber vielleicht können wir jetzt das Rennen mal noch eben reiten.
Es geht. So, wir reiten direkt mal los. Mir fehlt hier so ein bisschen, also was cool wäre, wäre, wenn wir eine Anzeige hätten, wie viele Checkpoints es gibt. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Klar, natürlich, wir haben so als grobe Vorgabe die Zeit, die uns auch erahnen lässt, wie lang das Ganze ist. Das hier scheint kein ganz so super langes Rennen zu sein. Aber wirklich so eine Anzeige, so und so viele von so und so viel Checkpoints durchritten, fände ich auch noch ganz cool. Ist kein Muss, aber finde ich eigentlich immer ganz gut. So, und jetzt scheint es in die andere Richtung wieder zurückzugehen. So, hier, bevor die Ausdauer komplett aufgebraucht ist, gucke ich mal kurz ein kleines bisschen Verschnaufpause geben. Was heißt Verschnaufpause? So eine richtige Verschnaufpause ist es nur auch wieder nicht. So, jetzt können wir wieder die Hufe in die Hand nehmen. Das ist aber doch länger, als ich dachte, das Rennen. Jetzt hätten wir noch eine Minute, um es abzuschließen. Das ist meistens so der Zeitraum, wo man jetzt bei den einfachen Rennen ins Ziel kommt. Ah, da hinten. Sind wir jetzt hier bei der Mühle? Vier weitere Medaillen bis zur nächsten Belohnung. Ja, wir sind jetzt einfach mal komplett woanders hingeritten. Naja. Macht ja nichts. Dann reiten wir jetzt noch zum Café. Ist jetzt natürlich schade, dafür haben wir jetzt gar nichts bekommen. Aber da waren wir jetzt gar nicht so viel. Wie gesagt, wir waren jetzt gar nicht so viel so weit vor dem ersten Platz. Und ach, das war der Cowboy-Hut. Von daher bin ich mal gespannt, was wir da noch leisten müssen, wenn wir das Rennen noch auf weiteren Schwierigkeitsgraden reiten. So, noch gute 400 Meter. So, vielleicht reicht jetzt sogar die Ausdauer von Cookie, um bis da runter zu sprinten. Da kann ich ja theoretisch das Pferd auch nochmal putzen. Das kann ich ja auch im Off machen. Voila. Es ist ja schnell gemacht und ihr müsst es euch dann nicht dauernd und dauernd und dauernd wieder anschauen. Weil das ist ja, es ist ja immer das Gleiche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dass es hier keine mysteriöse Weise gibt. Die mysteriöse Weise, die auf mysteriöse Weise weise wurde. Die weise mysteriöse Weise, die auf weise Weise zu mysteriösen und weisen Weise wurde. Okay, jetzt ist es verwirrend. Wo müssen wir jetzt absteigen? Ach so, ah ja, hier. Und dann müssen wir da mit Tom reden. Bei Onkel Toms Hütte, aka Cups and Saddles. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!